Jay McCallum ist der erfolgreichste britische Jazzkünstler aller Zeiten. Dieser sensationelle Musiker ist mehrmals preisgekrönt, darunter mit einem Grammy, 2 Golden Globes. Er ist der zweifache GQ-Mann des Jahres und hat 3 Brit Awards gewonnen. Über 10 Millionen Alben wurden weltweit verkauft. Jamie ist berühmt für seine atemberaubenden Bühnenauftritte, die einem etwas verrückt vorkommen können. Am Anfang habe ich Musik nur zum Spaß gemacht. Ich habe Musik nie als Job betrachtet. Ich hatte keine Absicht, eine Karriere daraus zu machen. Ich lebte von einem anderen Job. Musik war für mich nur ein Hobby, ein Spaß. Ich kam nicht einmal drauf, dass Musik auch Geld bringen kann. Als ich meine erste Tournee machte, hatte ich bereits einen Albumvertrag unterzeichnet. Meine Konzerte zogen schon einige Leute an. Aber auch damals war mir noch nicht eingefallen, dass Musik ein Job werden kann. Die erste Tournee war klein, aber wir hatten recht viel Spaß dabei. Und damals wurde ich zum ersten Mal bezahlt. Mein Manager brachte mir meine Gage. Es war kein großer Betrag, aber ich war schockiert, für meine Musik bezahlt zu werden. Mir kam es total bizarr vor. Ich hatte damals keine Ahnung, dass man für seine Einmaligkeit bezahlt werden kann. Musik war für mich ein Wochenendjob. Ich habe in Kneipen auf Partys Klavier und Gitarre gespielt. In den Augen meiner Eltern war ich ein guter Student, weil ich meine Rechnungen selbst bezahlen konnte. Ich habe nie in einer puren Jazz-Manier gespielt. Ich lasse mich von vielen Stilen inspirieren. Jazz ist die Grundlage, aber ich füge auch einige Elemente von Hip-Hop, R&B, elektronischer Musik hinzu. Ich möchte Jazz interessant und ungewöhnlich gestalten. Ich mag nicht nur Jazz, sondern auch Bands wie The Beatnuts, Beastie Boys und so weiter. Gern wende ich verschiedene Elemente anderer Stile an. Ich habe die gleiche Auffassung der afroamerikanischen Musik wie Pharrell Williams. Alles ist verflochten, von Stevie Wonder bis Gary Barlow, Miles Davis und so weiter. Das ist wie ein musikalischer Schmelztiegel. Und so sollte es auch sein, insbesondere in unseren Zeiten. Gentle night, tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Jazz ist weltweit anerkannt. Dies ist ein respektierter Musikstil, nicht nur in Europa, sondern auch natürlich in Amerika. Aber in Amerika wird Jazz als ein klassischer Musikstil betrachtet. Für Amerikaner ist es ein Problem, aus dem Stilrahmen herauszufallen. Aber alles ändert sich und es kommen neue Musiker, die diese Vorstellung in Amerika sicherlich ändern können. Beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders. Robbie Williams von Jazz, okay, das könnte ich wohl hinnehmen. Was Verrücktes ich auf der Bühne tue? Eine schwierige Frage.
Da, ich habe mir den Arm auf der Bühne geschnitten. Ich habe gar nicht bemerkt, wie und wann. Ich verletze mich oft in Konzerten. Ist es Ihnen verrückt genug? Oder wollen Sie etwa hören, dass ich jemanden auf der Bühne umgebracht habe? Das gibt es nicht. Habe ich nicht gemacht. Auf der Bühne bist du total von deinem Auftritt beansprucht und es wirkt verrückt. Die Bühne ist der Ort, wo ich mich frei fühle, offen für neue Möglichkeiten. Das neue Album, ich arbeite dran. Mal schneller, mal langsamer. Ich habe keinen Termin festgelegt, aber irgendwann muss ich doch damit fertig werden. In diesem Jahr habe ich aber andere markante Erfolge erlebt. Im Frühjahr sang ich im Weißen Haus für Präsidenten Obama, die First Lady und für die amerikanische Sängerin Aretha Franklin. Das war mir eine große Ehre. Es ist die wichtigste Anerkennung für mich. Außerdem arbeite ich an Soundtracks für einige Filme und eine große TV-Show. Ich habe recht viel zu tun. Hoffentlich bin ich immer anerkannt. Ich meine hier die Kommunikation im Sinne eines Austauschs von Energien, Emotionen und manchmal ist es so mitreißend. Wissen Sie, wie es sich fühlt? Bis Ende des Jahres müssen auch neue Songs für Filme und eine TV-Show erscheinen. Was können wir von Ihrem neuen Album erwarten? Eine gute Frage. Ich würde sie gern beantworten, aber ich kann es noch nicht. Auf jeden Fall wird es sehr gut sein, mit Sicherheit.